meine Lieben, heute zeige ich euch anhand einer Pinterest-Idee, die ich gefunden habe, wie ich die Skyline von New York nachmache für die Spider-Man-Geburtstagsdeko für unseren kleinen Noah. Noah ist 3 Jahre alt und hier seht ihr, ja, was ich gebaut habe und gebastelt habe für die Gäste und alles, was ihr braucht, sind diese Sachen. Post-its, ein bisschen Kreide und natürlich ein bisschen Kleber und ein Lineal. Ich habe jetzt einfach ein Schneidebrett genommen und so ein Hefthalter und natürlich schwarzes Tonpapier aus dem Bastelladen. Dann bin ich angefangen, ganz einfach, ganz freihändig, freestyle-mäßig, ohne großartig mir Gedanken zu machen, die Skyline von New York anhand von Post-its aufzukleben. Und die Post-its bilden dann natürlich die Fenster. Ihr könnt das natürlich so anrichten, wie ihr es gerne möchtet. Das soll natürlich den Effekt haben, dass es Nacht ist und nicht alle Fenster beleuchtet sind, wie man das halt kennt. Und hier seht ihr schon mal so einen ersten Eindruck davon. Die Kreideverschmierungen, die kann man nachher ganz einfach wegmachen. Ja, und hier gehe ich noch einmal mit dem Kreidestift komplett einmal alle Ränder nach, nachdem ich die Tonpappe komplett ausgeschnitten habe. Denn diese Tonpappe möchte ich gleich anschließend auf einen blauen Hintergrund packen, damit das Ganze, der nächtliche Effekt, noch stärker wird. Und dadurch auch hilft mir natürlich die Kreide. Kreide ist ganz cool, weil die bringt nochmal so ein bisschen Schattierung mit rein. Ja, und hier seht ihr schon mal das fertige Produkt. Sozusagen, was gleich auf das blaue Krepppapier gepackt wird. Und ich hatte echt mega Spaß daran. Ja, Krepppapier bekommt ihr auch bei Amazon oder einfach auch im Bastelladen. Und hier seht ihr es, ich habe es jetzt immer draufgelegt, dann einfach abgeschnitten. Ich muss sagen, wirklich, also das ganze Ding dauert vielleicht insgesamt eine Stunde, dann ist man fertig. Und hier habe ich sogar noch so Filzbuchstaben gefunden, die werde ich euch gerne verlinken, die habe ich bei Amazon bekommen. Und habe mir dann ein Namensschild Noah gebastelt. Und da seht ihr jetzt auch noch einen Sticker. Ne? Also diese typischen Ausdrücke, die der Spider-Man immer benutzt. Mit Peng, Boom, Zap, Kapau und solche Sachen. Die und Smash, genau, seht ihr da vorne auch. Die bekommt ihr in einer Riesenrolle mit 100 Stück. Auch ganz günstig, irgendwie für 3, 4 Euro habe ich die bekommen. Oder 5 Euro, ich weiß es nicht mehr. Verlinke ich euch auch sehr, sehr gerne. Und ja, auch mit Kreide natürlich ummantelt und einfach angerichtet. Und dann könnt ihr immer gucken, wie ihr das am besten findet und drapiert euch die Sachen so, worauf ihr, wie es euch gerade passt. Ja, also ich fand die Idee ganz cool, habe diese Pinterest-Idee, die ich da gefunden habe, noch ein bisschen für mich individuell ausgebaut. Und auch mit diesen Filzbuchstaben habe ich natürlich auch Third Birthday gebastelt. Und da waren keine Zahlen drin. Ich denke so, oh nein, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich einfach aus 2 Buchstaben, die einigermaßen eine 3 ergeben, habe ich mir dann praktisch ganz einfach eine 3 zusammengelegt. Und das seht ihr hier aus einem R und einem Fragezeichen zusammengelegt und dann zurechtgeschnitten. Und dann habe ich einfach eine 3. So einfach geht das. Ne? Was nicht geht, oder was nicht passt, wird passend gemacht. Und hier habe ich noch so Verpackungen von der Deko, auch Sachen ausgeschnitten, die auf der Verpackung drauf geprintet sind. Sowas mache ich ganz gerne, weil das kann ich einfach benutzen nachher, um da noch Sachen mit zu dekorieren. Und hier seht ihr den kleinen Mann im verkleideten Spider-Man-Kostüm. Den habe ich dann fotografiert und ausgeschnitten. Und da oben seht ihr ihn vom Himmel praktisch runterfliegen. Ja, hier noch eine Dekospinne aus dem Dekoladen. Da habe ich auch so ein Spinnennetz, werdet ihr auch nochmal sehen. Hier ist das fertige Produkt, ihr Lieben. Das sieht ja wohl mega aus. Ich bin ganz stolz drauf. Ja, weiter geht's mit der Leinwand. Ich möchte gerne eine Erinnerung schaffen für Noah, damit er weiß, welche Gäste alle da waren an seinem 3. Geburtstag. Und ja, ich habe ja natürlich den Noah ein paar Mal ausgedruckt. Und dann habe ich eine Leinwand genommen in der Größe 40 x 50 und habe den kleinen Mann auch hier ausgeschnitten und draufgepackt auf die Leinwand, damit die Gäste nachher mit Fingerfarben und ja, in Form von Ballons sich einfach dort verewigen können. Ich habe einen Acrylstift genommen und jetzt seht ihr auch, was ich mit diesem Acrylstift gemacht habe. Werde ich euch auch natürlich unten verlinken, weil der ist sehr cool und hält sofort auf der Leinwand. Mit dem Acrylstift habe ich praktisch nachher eine Zeichnung aufgemalt. Ja, und hier seht ihr, wie ich den Noah positioniere. Dann, wenn ihr euch sicher seid mit der Position, nehmt ihr einfach ein bisschen Uhu und dann klebt ihr praktisch euer Kind, eure Figur obendrauf. So einfach ist das, genau. Ja,
aufgeklebt und fixiert, kurz antrocknen lassen, vielleicht so 2 Minuten und dann geht es auch weiter mit dem Acrylstift. Und mit dem Acrylstift zeichnet ihr einfach, wie ihr das jetzt auch gleich bei mir seht, Luftballonschnüre. Genau, und dann können sich die Gäste bei euch mit ihrem Daumenabdruck einfach verewigen. Und ja, der erste Daumenabdruck, der auf dem Bild ist, ist natürlich der von Mama, also von mir, für den kleinen Noah. Und ja, und ich einfach Freestyle hier einfach diese Luftballonschnüre aufmalen. Überlegt euch vorher genau am besten, wie viele Gäste kommen und dementsprechend macht ihr die Schnüre fertig. Und also ich hatte da echt Spaß dran, ne? Und dann könnt ihr natürlich auch an der Hand das so anmalen, dass das so aussieht, als würde Noah die Ballons festhalten und er praktisch hochfliegt. Also ich habe ihn extra zu Hause an die Wand positioniert, habe gesagt, komm, lach mal, ich mache ein Foto von dir. Hat er auch sofort gemacht. Dann habe ich das ausgedruckt und dann hatte ich praktisch diese Vorlage, ne? Genau, da zähle ich nochmal nach, ob alles auch passt. Fehlen noch ein paar Gäste, also da kommen noch ein paar Ballons noch dazu. Genau. Ja, und dann habe ich hier noch die Schnüre fixiert für Noah, dass er praktisch die Ballons festhält. Und dann kommt jetzt der erste Fingerabdruck dazu. Und Sinn und Zweck ist es, das Ganze nachher auf eine Staffelei zu stellen. Und dann ja, kann jeder einmal seinen Daumen da reinhalten. Und das, dann stellt ihr einfach, drapiert ihr einfach die Fingerfarben dorthin als Tipp von mir und auch ein bisschen Feuchttücher, weil das geht dann sofort ab. Das sind wasserlösliche Farben. Ja, und hier seht ihr auch schon den ersten Fingerabdruck von mir, von seiner Mami. So einfach ist das. Und zack, verewigt. So. Und dann schreibt jeder einfach seinen Namen drunter, dann weiß Noah irgendwann mal später, wer alles da war und wem, zu wem welche Fingerabdrücke gehören. Genau. Ja, jetzt nochmal ordentlich gemacht. Am besten ist, man nimmt ein bisschen weniger Farbe, als ich jetzt auf dem Daumen hatte. Ja. Wow. So, und jetzt seht ihr das fertige Rohprodukt. Jetzt habe ich noch eine kleine Sternchenplattform drunter gepackt. Und jetzt seht ihr das fertige Bild, was einfach auf die Staffelei kommt. Und ja, hier ist die Spider-Man Skyline. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke fürs Zusehen. Tschüss.